Hallo YouTube, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei Gavatrons. Heute packen wir 5 Spiele für die Sony PlayStation 5 aus. Sollte euch eines der Spiele interessieren, verlinke ich euch zu jedem Spiel in der Videobeschreibung einen Trailer, könnt ihr euch selbst ein Bild machen. Und ich werde euch auch sagen, wenn die Spiele für andere Systeme erschienen sind, wenn es denn weiß. Ich weiß das leider nicht immer. Aber fangen wir an mit dem ersten Spiel. Das war auch das teuerste. Das hat 26,99 gekostet. The Withering Rooms, spricht man das so aus? Das soll ein Spiel sein, das sehr an Block Tower inspiriert wurde. Und ich bin mal gespannt. Der Trailer sieht ganz nett aus. Wird jetzt nichts Großes sein, aber wenn es Spaß macht, reicht mir das schon. USK 16, PEGI 16. So sieht es aus. Geht zu einem Spieler. 7 GB Speicherplatz. Emotionen wird unterstützt. Große Gefahren und noch größere Schätzen warten auf dich. Jede Menge Monster und Bossgegner. Setze viele verschiedene Zauber ein. Sammle Waffen und Material. Und da gibt es noch so ein Extra dabei. Und ja, im Zusammenhang mit der Refaction Project Word PRP Games für jedes verkaufte Extra ein Baum pflanzen. Finde ich gut. So, da ist auch was drin. So sieht die Spieledisk aus. Infos haben wir wieder leider hinten drin. Das finde ich nicht so schön. Dieses Buch hier. Sehr edel gemacht, wie ich finde. Auch hier haben die Gegner. Ich weiß es nicht, ob dieses Spiel deutsche Bildschirmtext hat oder deutsche Sprachausgabe, aber hier sind die ganzen Gegner drin. Und es duftet gut. Also das finde ich sehr schön, sehr edel gemacht mit dem Schwarz-Gold hier. Ja, für 26,99. Ich weiß es nicht, ob das physisch auf eine andere Konsole gibt. Ich weiß, dass es das auf Steam gibt. Aber physisch habe ich es nur für die PS5 gesehen. Dann haben wir hier No More Heroes 3 von Marvelous. Ja, das hat 15 Euro gekostet. Und gibt es natürlich, zuerst ist es für die Nintendo Switch erschienen. Dann gab es die PC fast bei Limited Run Games physisch, digital nur in Europa. Und dann kam aber die PS5 und Xbox Series X Crash-Cross Fassung, Xbox One Fassung raus. Und jetzt habe ich mir 15 Euro die PS5 Fassung noch mitgenommen. Und das ist ein cooles Spiel. Es dauert, es ist sehr japanisch, es ist sehr abgedreht. Viele finden es ja nicht so cool wie die ersten zwei Teile, aber ich finde es auch cool für sich. Ja, ein Spieler, 20 GB Speicherplatz, Situation und Trigger-Effekt werden unterstützt. Und man muss ja böse Aliens besiegen. Ich fand das cool. Also, ich habe es ja für die Switch damals gekauft, zum Release. Ich habe mir später die PS4-Fassung auf eBay gekauft, in der Limited Edition. Die hat übrigens auch deutsche Bildschirmtexte. Und. Ja, die Xbox hast du mich auch noch. Also, No More Heroes finde ich richtig cool und ja. Hier sind auch coole Sachen dabei. Wusste ich gar nicht. Wir haben erstmal eine coole Disc mit Trevor und diesem Alien. Dann haben wir ein Poster. Ah ja, dieses inspirierte Akira-Poster zum Anime da. Kennt ihr vielleicht? Achtet es auf. Sogar zweite, ihr könnt es euch einmal quer hängen, so oder andersrum, so. Das war dabei und ein Booklet. Ne, eine Karte. Postkarten sind das, kein Booklet. Auch schönes Material. Ja, für 15 Euro doch nicht schlecht, ne? Ich denke mal, es wird bei der Xbox-Fassung auch dabei sein. Ich das Poster jetzt nicht zusammengefallen, lege ich mal an die Seite. Ja, dann ein neuer Release, beziehungsweise ein älteres Spiel, ein Spiel zu Dragon Ball Xenoverse 2 von Bandai Namco. Damals für PS4 und Xbox One erschienen, jetzt nochmal für die PS5. Hat doch nur 19,99 gekostet. Und ich dachte mir, komm, das hole ich mir nochmal. Fliege durch die Zeit, beschütze die Dragon Ball Geschichte. Ja, das ist ja so, dass du da die Geschichte beeinflussen kannst, musst ihren Charakter machen. Ich habe den ersten Teil damals für die PS4 geholt. Ich glaube, den kam es aber nachher auch nochmal für Xbox One und PS4. Ja, das Spiel geht zu einem bis zwei Spieler, offline und online. 21 GB werden benötigt, Vibration und Supported Jitter, Ingame Punches, Audio ist Japanisch und Englisch. Untertitel haben wir Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch, Italienisch, Polnisch und Russisch. Ja, und im Oktober kommt ja ein neues Budokai raus. Springs heißt das, glaube ich. Habe ich mir jetzt erstmal vorbestellt in der Collector Edition. Ich glaube, das lasse ich auch stehen. Mal gucken. Auf der Bandai Namco Punkte. Ja. Hier haben wir Bandai Namco Punkte. Was habt ihr die gesehen? Die Spieledisk. Und das war's schon.
Dann haben wir Dragon Ball Fighters, auch für die PS5 neu erschienen, auch für 19,99 gekauft, ab 12 Jahren PEGI, USK freigegeben von Bandai Namco. Das habe ich sehr viel auf der PS4 gespielt, ist damals für PS4, Xbox One und Switch erschienen und natürlich auch Steam, sind die glaube ich alle erschienen. Und jetzt halt nochmal für die PS5. Audi auch hier wieder Japanisch und Englisch Untertitel, Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch, Italienisch, Polnisch und Russisch. 1 bis 2 Spiele offline, 2 bis 6 Spiele online. 6 GB Speicherplatz, Vibrationsfunktion wird unterstützt. Jo, gucken wir nochmal rein. Da werden auch wieder Bandai Namco Punkt dabei sein. Jo. Hier fehlt mir noch die Switch und Xbox One Fassung. Die hätte ich gerne, weil das Spiel hat mir auch sehr gut gefallen, weil es ja von den Blaze Blue Machern ist. Und ich fand das gut, klar. Es dauert immer ein bisschen, weil die auch die Charaktere mal dieselben Gegner aufkommen werden. Aber ich fand es trotzdem sehr gut gemacht. Und deswegen war es auch gut. Es sieht doch schön aus. Spielt sich super. Zumindest auf der PS4. Und deswegen müssen wir mal gerne für die Switch-Sammlung haben. Ja. Und dann haben wir noch Crisis Core Final Fantasy VII Reunion. Damals original für PSP erschienen. Wurde dann für PS5, PS4 und Switch veröffentlicht und ich glaube auch Xbox. Ich meine, ja, auch Xbox, hier habe ich ja auch. Und ich habe mir zum Release PS4, Xbox One und Switch-Fassung, beziehungsweise Xbox Series X Cross-Fassung. Und jetzt mal für PS5 für, ich glaube, 19,99 €. Und ja, jetzt habe ich alle Versionen. Wenn mir ein Spiel gefällt, kaufe ich mir gerne alle Versionen von einem Spiel. Nicht immer sofort. Das hat mir ja letztes eine Runde geschrieben, wie du hast schon Westpack nur für eine Konsole geholt. Der Löwe war das, glaube ich, gewesen. Ja, manchmal kaufe ich direkt alles, aber es ist ja, glaube ich, wenn ich später nochmal die anderen Fassungen hole. Ich unterstütze damit das Spiel und freue mich, wenn es dann mal Fortsetzungen gibt. Ich glaube, das war aber nur zu günstig, weil es nur einfoliert wurde von Amazon. Hier sind noch Kratzer drauf. Das ist nicht so schön. Den Code könnt ihr haben. Ich gucke mal, ob die Spiele das keine Kratzer hat. Ja, und das ist jetzt kein richtiges Remake. Ich würde sagen, so ein bisschen eher Remaster. Macht Spaß. Ja, das Kampfsystem wird vielleicht nicht jedem gefallen, aber ich fand es schon cool und mit dem Final Fantasy VII Remake und den zweiten, die Fortsetzung, passt das schon sehr gut zusammen. Übrigens geht das so ein Spieler, 25 GB Speicherplatz, Vibration wird unterstützt. Ja, und Crisis Core, wenn ihr Final Fantasy mögt, guckt euch das auf jeden Fall auch mal an. Und das waren die 5 Spiele in diesem Video. Das teuerste war, wie gesagt, das hier, 26,99, 15 €, 19,99, glaube ich auch, 19,99 und 19,99. Ja, verlinke ich euch Trailer natürlich zu jedem Spiel unten in der Videobeschreibung. Und wenn ihr die Spiele schon gespielt habt, schreibt mir gerne eure Eindrücke. Das war's von mir jetzt auch. Und ich sage auf Wiedersehen. Bis demnächst. Euer Gavatrons. Ciao.